Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht mal wieder weiter mit Battle Sector. Wir sind mittlerweile in Mission 8 angekommen, und zwar der Mortis Red Zone. Und ihr fragt euch vielleicht, hey, warum Hamster spielst du eigentlich die ganze Zeit hier diese Battle Sector Kampagne, wenn wir alle Total Warmer ansehen wollen? Die Antwort lautet, na, mir gefällt das Spiel, ich habe echt Bock drauf. Und jetzt ist gerade sowieso August Urlaubszeit, die Klickzahlen sind eher so nicht so ganz so gut wie sonst. Insofern spiele ich gerade gerne was mir echt Spaß macht. Wir verfolgen weiter den Hintergrund der Blood Angel Space Marines, wie sie einen weiteren ihrer Monde verteidigen, nämlich Baal Secundus, auf den wir heute springen. Ich mache hier kurz diesen Brother Quinn da im Hintergrund leise. Und wir hören tatsächlich ein bisschen Hintergrundgeschichte von diesem Bruder Quinn da, wie er Albträume hat und wie er weiter getrieben wird. Und aber er ist sich nicht ganz sicher, ob die Orte, zu denen er gerade mit seinen psionischen Fähigkeiten gezogen wird, tatsächlich das Schwarmbewusstsein ist. Aber irgendetwas zieht ihn dorthin. Nun, wie auch immer, wir gehen auf jeden Fall hier nach Baal Secundus, so wie es aussieht, in die Mortis Red Zone, also eine nuklear verseuchte Region, in der früheren Zivilisationen im Dark Age, im dunklen Zeitalter der Technologie, wo wir 40.000 Universum gegeneinander gekämpft haben und alles ist verseucht. Wenn wir diese Mission schaffen, kriegen wir 5 Armeepunkte und einen Bald Predator. Fantastisch, los geht's. Ich weiß gar nicht, was uns hier erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Seit der letzten Mission haben wir jetzt nochmal einen neuen Truppentyp dazu bekommen, Primaris Sturm Space Marines. Und davon ist ein Squad dieses Mal dabei. The Whisper is ahead. Caldicia Mordas, last known wielder of Galleon staff. His fate following the invasion had been unknown to the Librarius. We've got a pretty good idea. Okay, ein Apothekari, nicht Anwalt, sondern ein Skriptor wurde hier verloren. Could be a damn disgrace to lose that relic out here. I am duty bound to recover the Codicia's gene seed. Even if it is tainted by the radiation. Also, wir wollen unbedingt die Gensaat dieses nicht Apotheker, sondern des Skriptors haben und seinen legendären Energiestab-Artefakt. Okay. Wie sieht diese Mission aus? Wir sehen auf den ersten Blick. Ja, nicht sonderlich viel. Ein Riesenstein im Zentrum. Wo ist er denn? Kann ich ihn schon irgendwo sehen? Hier ist er nicht. Ist er hier? Nee. Okay, ist er irgendwo hier bei dieser... Nee. Okay, wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn nicht, Leute. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja eine Riesentruppe an Space Marines, die sollte sich in jeder Lage verteidigen können. Okay, 1250 von 1300 Punkten sind eingesetzt worden. Ich kann, glaube ich, meine Waffen nicht verändern. Ich halte es momentan auch für nicht unbedingt mega wichtig, das zu tun. Okay. Gut, was haben wir dabei? Wir haben 2 Landspeeder. Die sind jetzt neuerdings ausgestattet mit einer Fähigkeit, um gegnerische Rüstung zu reduzieren. Super nützlich, meiner Meinung nach. Ich habe mittlerweile meine Hellblasters mit einer speziellen Fähigkeit ausgestattet, sodass sie nun auch mehr Schaden machen können, auf Kosten von Eigenschaden. Wir haben jetzt hier Interceptors, die sehen ein bisschen aus wie Mickey Mouse, habe ich das Gefühl. Irgendwie sind die so mützenartig, die Teile. Gefällt mir jetzt nur so halb gut, um ehrlich zu sein. An das Design muss ich mich erstmal gewöhnen. Und das sind eigentlich keine Nahkämpfer, sondern die sind eher für den, ja, für den Fernkampf da, auf kurze Entfernung. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben natürlich einige Intercessors, die kommen immer gut. Ja, die kommen auch nach vorne. Und noch ein paar Aggressoren, die sind natürlich auch immer eine gute Sache. Furioso Dreadnought kann eigentlich auch nach vorne gehen, Assault Squad kommt dahin.
Ehrlich gesagt, ich meine, in der Situation gibt es eh nicht wirklich viel zu tun. Und okay, die Interceptors könnte ich jetzt hier hinstellen und lieber die Landspeeder dahin, weil es sieht eher so aus, als kommen wir weiter in die linke Seite. Unser Tech Marine wird wahrscheinlich eh nichts umbringen für eine Weile. Deswegen stellen wir lieber hier unsere Landspeeder nach vorne. Intercessors hier nach hinten. Okay, müsste soweit erstmal passen, meiner Meinung nach. Dann mal los. Careful, Primaris. These Mortis Red Zones are subtle killers. Even behind your power armor, you are not entirely safe. So, okay, so wir werden locate the Librarian Harvest his Gene Seed. Wir sehen, er ist dort hinten, vermutlich unser Apotheker. Ja, ich brauche diese Einheitenliste eh nicht. Gucke ich mir eh so gut wie nie an. Hier hinten steckt er wohl. Und wir sollen seine Gensaat ernten. Wundervoll, Gensaat ernten. Das mache ich auch immer sehr gerne. Was machen wir noch? Wir hauen uns mal erstmal die Graces of the Angel rein. Haben wir noch irgendwelche anderen Buffs, die wir raushauen können? Erstmal nicht wirklich. Aber Graces of the Angel immer direkt am Anfang reinzuhauen, schadet nicht. Die Frage ist, wo warten die Gegner auf uns? Und wo können wir hingehen? Also von... Ja, die Tyranniden können erstmal von überall kommen. Ich kann hier außerdem noch meine Antigraph Uplift aktivieren. Vor allem, wenn ich den Antigraph Uplift aktiviere, bekomme ich plus eine Beweglichkeit. Und wir können mehr sehen. Und wir sehen auch sofort was da hinten. Venomthropes. Die hatten wir auch schon mal. Erhöhten Fernkampfschaden erhalten sie momentan, weil sie gerade auf diesen Giftzonen stehen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Okay, aber sie haben nur Nahkampfwaffen, deswegen alles wunderbar. Oh meine Güte, ich sehe gerade, meine Veteraneinheiten bekommen jetzt extra Genauigkeit. Oh wow, ist das neu? Das wurde mir in der Vergangenheit bisher noch nicht angezeigt, aber hey, ich will mich nicht beschweren, ich bin glücklich darüber. So, diese Gegner haben eine Rüstung von 3, unser Bolter hat eine Rüstungsdurchdringung von 3, perfekt. Optimale Reichweite ist 4, also 1, 2, 3, 4, eigentlich sollten wir hier stehen, aber ganz so nah will ich mich auch nicht bewegen, aber wir können uns einen kleinen Buff geben. Vielleicht lieber doch unter unseren Intercessors, die schießen halt dann doch besser auf Dauer. Bruder Queen da kann sich auch ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Aber lassen wir mal erstmal unseren Landspeeder vor. Mit hoher Blickreichweite. Okay, da sind 3 Venomthropes. Da hinten. Oho, gut, dass wir unseren Landspeeder vorgeschickt haben. Ein Thornback. Okay, er hat einen extrem heftigen Nahkampfangriff und einen Devourer with Brain Leech Worms. Boah, ein Auffresser mit Gehirn-Egel-Würmern. Unangenehm, 5 Reichweite. Ah. Und wenn man ihn im Nahkampf angreift, macht er uns auch noch Schaden. Ja, gut, dass wir ein bisschen vorgelaufen sind, aber der ist erstmal noch relativ weit weg. Na gut. My vigilance is eternal. Okay. Ich wünschte, ich hätte irgendwie endlich mal ein paar Devastators dabei, die auf Entfernung schießen können. Aber die sind uns erstmal noch nicht vergönnt. Okay, erstmal ein Buff. Sanguinius für unseren Landspeeder. Und dann schießen wir einmal. 1, 2, 3, 4. Gehen wir mal hier hin. Ready for recon. Immerhin, hier links kommen anscheinend. Oh. Da ist noch ein Exocrine. Gut, dass wir ein bisschen gescoutet haben. Close combat support. Puh. Also schon echt eine Menge ekliger Gegner überall. Okay, also erstmal schießen. Wir sind schon so gebufft, dann sollten wir wirklich erstmal einen so einen Venomthrop kaputt machen. Die bewegen sich 4 Felder, 1, 2, 3, 4. Also wenn ich nicht hier stehe, entkomme ich. On the move.
Das heißt, ich kann auch ein Feld, naja, ich kann, wenn ich eins vorgehe, kann ich nur noch eins zurück, das ist dann zu nah. Also schießen wir die direkt so. 100% Hit-Chance. Ja, das sollte eigentlich reichen. Firing on the enemy. Okay. Nummer 1. Ist schon mal ganz gut. Okay, wie machen wir den kaputt? Da muss uns am besten... Am liebsten hätte ich meinen Cyborg irgendwie dort an der Stelle. Aber der kommt jetzt erstmal noch nicht dahin. To the sky, brothers! Und der ist zu weit weg, um in den Nahkampf mit ihm zu kommen. Naja. Naja. We are the lords of the assault doctrine. Okay. Hilft alles nichts. Wir müssen vor. Wie wird Blickschalt mit die 1, 2, 3, 4. Okay, solange wir hier irgendwo in dem Bereich stehen, sind wir erstmal noch auf Nummer sicher. Stehen wir eigentlich überall in diesem komischen Gift drin? Ich glaube hier noch nicht. Stehen die in dem Gift? Die stehen in dem Gift. Hier haben wir 62% Hitchance. Ich glaube, es ist besser, sie lieber direkt kaputt zu machen. Wir haben 40 Schaden. Wir schießen viermal drauf, aber mit jedem unserer Modelle. Aktivieren wir noch das Ding. Dann müssen wir den ersten Trupp eigentlich kaputt kriegen. Mehr als genug. Ich glaube, wir hätten gar nicht den Buff gebraucht. Aber okay, schadet er nicht. Hier können wir uns einmal verstecken. Brother Quinda ist auf jeden Fall jemand. Ja, der sollte wahrscheinlich eher im Nahkampf ist er ganz gut. Kann er vielleicht die Venom Throbes kaputt schießen. Aber ich will ihn eigentlich lieber hier bei einem Exocrine haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Er kann mit zwei Bewegungen. Zweimal bewegen kann man hin. Und auch der Assault Squad kann eigentlich rüberspringen. Und dann kann er drei Felder. 1, 2, 3. Also wenn er hier hinkommt, sind wir sicher. Perfekt. Und die können uns auch nicht beschießen. Wir können eine Bombe auf ihn werfen. Wunderbar. Alles ist genau so, wie wir das wollen. Oh nein, und die sind jetzt auf einmal in der Red Zone drin. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, wer eigentlich wann in der Red Zone steht, weil alles sieht irgendwie so ein bisschen grün aus. Aber okay. Okay, die nächsten Intercessors, die können auch hier nach vorne. Aber, ugh. Bioplasma-Cannon. Ich meine, zum Glück, optimale Reichweite, 7 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, der kann überall hinschießen. Aber seine Genauigkeit... geht doch ziemlich den Bach runter, glaube ich, oder? Ne, ich kann es gar nicht sehen. Ah, doch, hier oben. 15 pro Feld sinkt seine Genauigkeit, also ist schon einiges. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Und bei denen hätten wir eine Hit-Chance von... 62%. Aktivieren wir das. 74. Komm, machen wir. Besser macht seinen Schaden, wenn man ihn machen kann. Okay, Quinda hat Rüstung. Der hatte ziemlich viel Rüstung und ich kann sie sogar noch verbessern. Ich glaube, wir gehen hier erstmal nach vorne. Okay, Supercharge werden wir auch noch gebrauchen können. Hier gehen wir einmal in Deckung. Da sind noch einmal Giganten, die sind zwar schnell unterwegs. Hier können wir drauf schießen, da können wir drauf schießen. 20 mal 10, im besten Fall machen wir 200 Schaden. Das ist nicht mega gut. Die kriegen wir wahrscheinlich noch kaputt. Oder wir gehen lieber in Overwatch und verteidigen. Irgendwo hier in die Richtung. So, 3, 4, 5, 6, ja. Overwatch set. Ich glaube, wir gehen lieber wieder in Overwatch, hier in die Richtung.
Furioso Dreadnought kann. Was haben wir für eine Reichweite? Insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5 Felder Reichweite. 5 müssten hier stehen, das reicht sogar. Dann könnten wir noch unsere Frag Cannon abschießen. Dann machen wir das doch. Die Frage ist, ist hier hinten? Steht hier hinten noch irgendjemand rum? Stimmt. Furioso Dreadnought? Oh nein, er ist zu weit. Er ist zu weit weg. Schade. Aber wir haben ja zum Glück noch Overwatch. Es sei denn, wir nehmen ihn hier noch. 56% Hitchance mit 3 Schüssen. Ist jetzt nicht super gut. Killzone set. Ach, gehen wir lieber auf Killzone-Modus. Okay. Soweit da. Hier haben wir noch ein paar Intercessors, die können auch noch auf die Venomthropes schießen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie gesagt, je mehr kaputt sind, desto besser. 71% Hitchance, das müsste sie eigentlich killen. Die Salve. Ja, sieht gut aus. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier nochmal Hellblasters und nochmal Intercessors. Kalion macht gerade nicht viel. Kann sie erstmal hier hinstellen. Aggression, Reichweite 4. Roger that. Können wir auch mal vorwärts gehen. Nochmal ein Sturm-Squad, aber die kommen nicht nah genug an den Exocrine hier links ran, um ihm den Rest zu geben. Das heißt, wir gehen... Wo gehen wir eigentlich hin? Aber ich meine, der wird sich schon anbieten, um kaputt geschossen zu werden. Weil wenn wir den nicht kaputt schießen, was soll sonst mit denen machen? Aber was wir auch noch machen können, ist mit den Hellblastern vorgehen und nochmal noch einen weiteren Trupp in Overwatch zu stellen, um hier in die Richtung abzusichern. Okay. Interceptors, mit denen kann ich mit denen noch, die sind halt eher anti-klein-klein-Zeug. Bisher jedenfalls. Ich stelle sie mal irgendwo in die Mitte, da können sie in alle Richtungen hin und her springen und dann reagieren. Always forwards. Unsere restlichen Aggressoren gehen nach vorne. Ja, lassen wir sie mal noch ein bisschen nach vorne gehen. Okay, Tech Marine kann jetzt die Rüstung von Brother Quinda erhöhen. Und dann kann sich Brother Quinda problemlos hier an Exocrine ranbewegen, um ihn im Nahkampf kaputt zu hauen. Trust in your armor to turn their blades. Der hat jetzt nämlich 9 Rüstung, das ist ordentlich. Wie viel rüstungsdurchdringender Schaden hat der? Er hat insgesamt 6. Ja, das hilft schon mal. Können wir auf ihn schießen? 63% Hitchance. Gut. 40 Schaden machen wir insgesamt maximal. Oder wir können auf normal bewegen. 1, 2, 3, 4. Im nächsten Zug wären wir dran. Oder ich gehe nochmal ein Schrittchen. Und okay, bin ich schon in der Red Zone? Ich bin noch nicht in der Red Zone. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich schieße lieber auf den, solange ich kann. Es wird ziemlich weit weg. Der Schaden war gar nicht mal so übel. Wunderbar. Wunderbar. Er ist deshalb tot. Tech Marine kann er noch sonst irgendwas machen? Erstmal nicht. Das heißt, wir können auch irgendwie in den Overwatch-Modus gehen. Und vielleicht hier auch noch oben rechts noch verteidigen. Weitere Intercessors, ist es möglich, noch hier auf die zu schießen? Wir werden sehen. Ich hoffe nur, dieser komische Exocrine schießt nicht irgendwo hier in unser Zentrum rein. Das wäre ungeschickt. Ja, wir haben tatsächlich noch... Wir können treffen. Ja, komm, wenn wir treffen können, 65% Hitchance, den nehmen wir.
Sehr schön. Dann gibt es noch ein paar Inceptors. Gehen wir auch mal hier nach vorne. Schwebt, schwebt. Kommt mir vor wie bei Naruto, die Typen. Unser Soul Squad. Ich denke mal, hier den Exocrine haben wir jetzt schon halb tot bekommen. Im nächsten Zug müssten wir den auch so erledigen können. Dann schicken wir unsere Soul Squad lieber woanders hin. Zur Verteidigung. Ich denke, von links wird wahrscheinlich niemand mehr an uns rankommen. 1, 2, 3, 4, 5. Auch die Homaganten sind ehrlich gesagt zu weit weg. Aber wir verteidigen hier nochmal. Das heißt, wir haben noch Brother Eturo übrig. Ja, der kann mal irgendwo hier hin und so gut es geht verteidigen. Ja, das war's erstmal, würde ich sagen. Landspeeder gibt's noch. Fühlt sich noch im Großen und Ganzen gut. Leider ist überall Mortis Red Zone um uns herum. Ja, okay, ziehen wir trotzdem hier einmal eins nach unten. I am ready to help. They will fear to tread. Okay, jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich denke, die Position ist ganz gut gesichert. Ich bin sehr glücklich über die erhöhte Scout-Fähigkeit. Und da kommt er. Da kommt unser kleiner. Oh, das ist sogar unser Richtiger, der beste Trupp, der auf ihn schießen kann. Wir können da sogar. Wow, richtig gut. Fast wieder kaputt. Noch einer? Oh nein, er schießt. Okay, aber er ist eindeutig eine Nahkampfkreatur. Wie heißt dieses Vieh, der Thornback? Der Stachelrücken ist eindeutig eine Nahkampfkreatur. Insofern kann es uns egal sein, was er macht. Sind irgendwie hier neue Fähigkeiten dazugekommen? Irgendwie ist es ein bisschen anders. Hä? Gibt's da einen Patch? Oh, was macht der? Oh nein. Der hat sich auf jeden Fall jetzt gebufft. Plus 10 Range Accuracy, Range Stability. Aber 75% mehr Nahkampfschaden. Landspeeder wurde erwischt. Aber ansonsten geht's uns noch gut. Gut, wir sind dran. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein im Großen und Ganzen. Okay, das heißt, Landspeeder braucht eine Reparatur. Die holen wir uns natürlich. Exocrine hat die Fliege gemacht, um abzuhauen. Okay, der haut ab. Können wir ihn irgendwie zurückholen? Am liebsten würde ich unserem Brother Quinn da noch ein bisschen mehr Genauigkeit geben. Und das machen wir auch. Das heißt, wir müssen ein bisschen näher an ihn ran, ungefähr hierhin. Dann geben wir ihm nochmal einen Buff. Ich wünschte, er hätte noch irgendwelche psionischen Angriffe. Das wäre cool. Sanguinius guides every strike. Die Frage ist, ist hier noch irgendwelche anderes komisches Zeug, was uns ärgert? Bestimmt. Race through discipline. Aber Brother Quinn da ist ja ein riesen supergeiler Mech. Der kann sich, also ein Cybot, der kann sich auch so halten. Aber unser Gegner hat sich wirklich echt ungünstig positioniert. Durch seinen Buff erhält. Ach so, er erhält nur erhöhten Nahkampfschaden. Das ist schade. Egal, wir schießen trotzdem auf ihn. Sehr schön. Und damit müssten wir ihn. 1, 2, 3. Ah, wir kommen gerade so nicht hin. Wir kommen gerade so nicht an ihn ran. Das ist natürlich echt ungünstig. Aber unser Landspeeder könnte ihm den Rest geben. 48. Ja, das müssen wir machen. Optimale Reichweite ist 4. 1, 2, 3, 4. ...20 Schüsse, 66 Hitchance. Das müsste eigentlich reichen. Na? Okay, das ist gut. Gut. Der ist erledigt. Das war in erster Linie die gefährlichste Situation auf diesen Moment.
Und jetzt können wir den Thornback noch vor uns erledigen. Auch wenn er jetzt mittlerweile auch gar keine so richtige Gefahr mehr darstellt. Venomthrops schießen wir noch kaputt. Eine Salve sollte eigentlich reichen. Ja. Die haben sich selbst in ihre eigene Giftwolke reingesetzt und sind deswegen gestorben. Sehr effektiv, was sie da so gemacht haben. Aber was weiß ich schon. Hormaganten, Nahkampfkreaturen der Tyranniden, können wir die mit unserem Sturmbolter zerschießen? Oder wollen wir sie mit der Frag-Kanone explodieren lassen? Probieren wir mal die Kanone gegen die Hormaganten aus. Ja, das war die bessere Wahl. Eindeutig. Und gut, was machen wir mit unserem Thornback? Der hat Rüstung 7, das heißt die komischen Pistölchen hier, die Assault-Bolter, kommen wahrscheinlich gar nicht wirklich durch. Aber ansonsten gibt es auch nicht wirklich viel zu tun. Gerade an der Stelle. Hm. Schießen wir mal mit den Hellblasters hier aus der Entfernung. Auf den Thornback. Solange wir die Waffen nicht überladen, alles gut. Ich werde mir übrigens in der nächsten Mission, die ansteht, also bevor die nächste anfängt. Moment mal, wo ist unser Landspeeder hinten? Aber irgendjemand muss mal vorgehen. Gut, zuerst muss der Landspeeder geheilt werden. Das heißt, oh, weil der Landspeeder soll ja erkunden. Anti-grav ready. Okay. On the move. Irgendjemand da? Hm. With speed. Erstmal kann er. Wie komme ich eigentlich darüber? Entweder hier ganz ewig rumgehen oder auf hier auf dieser Seite. Nee, das sieht gar nicht so aus. Ich komme da gar nicht rum, oder? Hier durch? Hier, doch, hier kann ich durch. Okay, ich kann also mit einer Truppe auf der linken Seite durchgehen. Oder wahrscheinlich mit unseren Jump Marines. Aber ich brauche hier unseren Apothekarius. Muss dahin. Ich glaube, ich würde mal sagen, dann gehen wir lieber hier links durch. Das ist die geschicktere Art und Weise, das zu machen. Ist schon irgendjemand beschädigt worden? Hier vorne haben die Hellblasters ein bisschen was abbekommen. Aber nicht irgendwie übermäßig heftiger Schaden. Insofern, es geht uns gut. Aber die Heilung nehmen uns trotzdem mit. The blood is strong. Do not falter. Ja, und Tech Marine Co. Intercessors. Und so dürfen wir hier rumlaufen. Unser Apothekarius sowieso. Los geht's. Hellblaster Volley Gun. Das erinnert mich auch so schon ein kleines bisschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An Warhammer Fantasy. Aber okay, Hellblaster ist halt schon irgendwie eine Bezeichnung, die jeder gerne benutzt. Ich meine, da kommt Hölle vor und Blaster. Was kann man nicht daran lieben? Overwatch, your orders. Hm. Affirmative. Death from above! Okay, eigentlich sollte ich meine Truppe wahrscheinlich am besten zusammenhalten und mit allem, was ich habe, hier links drüber gehen. Ich würde mal behaupten, alles andere ist wahrscheinlich eher nicht so klug. Challenge accepted! Challenge accepted! Die Meme Marines. We will fall upon them with righteous fury. We are the sons of Sanguinius. Okay, diese Seite ist gesichert. Ich meine, ich kann mit
paar hier auf die Seite gehen, aber muss ich's machen? Oh, hier kann ich auch durch. Oh, okay. Hier können wir auch durch, sehe ich gerade. Alles klar. Alles klar. Okay, es gibt doch noch mehr Wege als gedacht. Fire Support! Aber hier nach rechts müssen wir auf jeden Fall nicht gehen. Das ist sicher. Always ready! Always vigilant! With strength! Okay, ich würde mal sagen, das passt. Dann können ein paar hier... Geht überhaupt jemand durch? Oder ist das das Ende der Karte? Kann natürlich sein, dass der gar nicht durchkommt. Aber der sieht eigentlich gut aus. Sieht eigentlich gut aus. Oh, ein Landspeeder haben wir noch, der was machen kann. Lass ihn mal hier in die Richtung schießen, falls er ihn auftaucht. Hm. Okay. Oh. Da kommen ein paar Venom Throbs. I sense a future adversary. Future adversary. I sense it's a current adversary. Was ist das eigentlich für ein Filter, der da benutzt wird? Ja. Nagels. Zum Glück sind wir im Overwatch-Modus. Oh yeah. Taking fire! Gott, ich liebe die Cyborgs. Sie sehen so aus wie einfach nur ein Kasten. Die kämpfen. Dass sie sich überhaupt irgendwie bewegen können, ist ein Wunder. Ich liebe das. Okay, wir sind wieder dran. Dann haben wir die Venom Throbes. Wie viel Rüstung haben die? 3. Hält sich so in Grenzen, wenn ich auf die schieße. 42 mal 2, also im besten Fall 180 Schaden. Ist doch eigentlich ganz okay. Wir könnten ihre Rüstung reduzieren. Dann haben sie noch deutlich weniger Rüstung. Ja, das hört sich doch gut an. Dann müssen wir in der Reichweite von 1, 2, 3 hier hingehen. Oder vielleicht geht es sogar schon von hier. Wir wollen eh so ein bisschen gucken, ob da irgendwo jemand ist. Target locations acquired. Plus 1 rüstungsdurchdringender Schaden gegen diese Einheit. On the move. Und wir können uns ein bisschen umgucken. Ist da noch jemand? Oh, da sind noch ein paar Homaganten. Aber ansonsten. Das ist da, ein Thornback. Irgendwie. Auch diese ganzen neuen Anzeigen, dass ich sehen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Was die Gegner so für Waffen haben und wie weit die reichen, das war doch in der Vergangenheit dann nicht so. Wenn, oder? Bin ich doof? Egal. Wir müssen in 2 Felder entfernt Reichweite gehen. Dann schießen wir am besten. Dann schießen wir mal. Wir haben sogar 2 Schüsse. 42 Schaden, mal 3. Ja, da kommt Freude auf. We are the Bloodblades of Skyfall. Okay, und wahrscheinlich können wir sogar mit unseren Assault Space Marines noch einen guten Treffer raushauen. Jetzt, wo die gegnerische Rüstung reduziert ist. Auf mäßige 2. Wie sieht's aus? Wir machen 20 Schaden. Ja, das reicht. Reicht es mehr als genug, diese Venom Throbes hier kaputt zu hauen. They shall know death. Boom, Leute, boom. Homaganten. 1, 2, 3, 4, 5. Die können dann noch in den Nahkampf gehen, deswegen stellen wir uns ein Feld weiter zurück. Unserem Brother Quinn da, ja, der kann von mir aus auch ein Feld zurück. Warum? Ja, warum nicht? Kein Grund, diesen Schaden einfach so zu akzeptieren. Hier auf der anderen Seite ist die Frage, haben wir einen Trupp, der besonders viel Momentum hat? Hier. Der Trupp Intercessors hat besonders viel Momentum, das heißt, wir geben... Obwohl, die können einen dieser Gargoyles mit der Granate in die Luft jagen, dann kann auch jemand anderes anfangen, ein bisschen Moment aufzubauen. Gerade die Intercessors hier. Okay, die bewegen sich vor, wir werfen eine Granate. Und zwar ist das eine Reichweite von 3, 1, 2, 3 hier.
Boom. Sehr schön, 62, Moment. Was ist mit diesen Gargoyles? Sie haben eine Rüstung von 1. Nervt natürlich ziemlich. Sie haben eine Rüstungsdurchdringung von 1. Das heißt, so ein Furioso, Rüstungsdurchdringung 1 und Schaden von 3 bis 4. Das heißt, die kommen gar nicht durch die Rüstung unseres Furioso Dreadnoughts durch. Der darf sich also direkt vor die Nase dieser Gegner stellen und auch den Overwatch-Schuss abkriegen. Das ist ihm ziemlich egal. Obwohl, wenn es nicht sein muss, nehmen wir den nicht. Ja, wenn es nicht sein muss, müssen wir den Schaden nicht fressen, seien wir ehrlich. Aber ansonsten sieht es momentan ganz gut aus. Da kommen ein paar Hormaganten auf uns zu, aber die sehen nicht mega gefährlich aus. Können die Hellblasters noch den Gargoyles den Rest geben? Ich würde sagen, ja. 1, 2, 3, 4. We can handle it. Die drei müssten wir eigentlich kaputt kriegen können. ...68% Hitchance. Müsste gehen. Sehr gut. Sehr gut. Und damit hätten wir die Seite gesichert. Und die restlichen Intercessors können in... Wir haben da noch diese eine Kreatur, aber die ist nicht ganz so tragisch. Gehen wir mal hier hin. Und machen Overwatch in die rechte, zur rechten Seite. Na, da ist sonst niemand. Gut. Babylon Squad ready. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Crashers können ebenfalls, unsere Assault Space Marines, naja, die will ich eigentlich... Die haben schon ziemlich viel Moment eingesammelt. Die will ich eigentlich... Ich meine, okay, die brauchen eh noch eine Weile. 1, 2, 3, 4, 5, die kommen eh nicht ran an uns. Das heißt, wir können ruhig aggressiv vorwärts gehen. Close Combat Support! Die Aggressoren können stattdessen in den Overwatch-Modus gehen. Das passt. Ja, auch die hohe Rüstung. Sieht doch ganz gut aus. Ein Trupp geht hier um die eine Flanke, der Rest geht hier um die andere Flanke rum. Ups. They shall not pass. Okay, hier ist... Wo sind unsere Plasmawerfer? Da sind unsere Hellblasters. Die anderen können auch noch in die Richtung gehen. Haben auch noch gar keine extra Punkte eingesammelt. Kann unser Tech Marine schon irgendwas reparieren? Wo wollen wir ihn was reparieren lassen? Es gibt nichts, allen geht's gut. Naja, dann geht er einfach mal so nach vorn. Lieutenant Carleon kann bald wieder die Graces of the Angel aktivieren. Das wollen wir natürlich machen, am besten so, dass besonders viele davon profitieren, unsere Metal Marines. Gehen wir hier rüber. Intercessors können wir hier noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Ich denke, ich kann sie nochmal hier in die Mitte stellen. Die haben hier noch keinen Moment eingesammelt. Wir können also in den Overwatch-Modus und einfach mal hier irgendwie zur Seite schießen. Inceptors können eigentlich überall hingehen. Und wir können sie hier gebrauchen. Können sie noch einen Trupp hier auf die Homaganten schießen lassen. Falls die sich hier uns nähern, werden die abgefangen. Brother Aturo. Gut. Viel machen kann er nicht. Heilen kann er auch nichts, oder? Heilen geht's gut. Ja. Ja, dann darf er eigentlich hier rechts mit, weil das sieht nach dem interessanteren Weg aus. Victory for the Bloodlines. War's das? Victory for Scott. Nochmal ein Landspeeder, der kann sich noch ein paar Felder bewegen. Erhöhen wir mal unsere Awareness Cone Range. Sehen wir noch irgendwelche Gefahren? Ah, halt, da sind nochmal ein paar Gargoyles. 1, 2, 3. Okay, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht mega gefährlich, was da um uns drum noch steht. 2, 3, 4, 5.
müsste so eigentlich in Ordnung sein. Tech Marine standing by. Tech Marine Charm kann auch was machen. Understood. Soul Squad kann auch was machen. Und das war's dann. Wollen wir mit denen in den Overwatch-Modus? Um vielleicht noch die Hamaganten hier im Hintergrund abzufangen. Hm. Okay, machen wir mit denen noch Overwatch. Okay, dann würde ich sagen, sieht gut aus. Gut vorgekämpft bisher. Landspeeder, absolut essentiell. Ich würde mal behaupten, wenn ihr das Spiel... Oh nein. Okay, zum Glück ist es keine Fernkampfkreatur. Also, ich würde sagen, Landspeeder auf jeden Fall eine super interessante, super wichtige Einheit, um die Übersicht auf dem Schlachtfeld zu behalten. Ich bin ein Fan. Am Anfang dachte ich, es ist irgendwie so Prep, aber ne, ist gut. Und da kommen sie. Hormaganten, zeigt, was ihr könnt. Und damit meine ich, werde zerschossen. Sehr gut. Ein Trupp vernichtet. Haben wir noch mehr Overwatch, der agieren kann. Sieht nicht so aus. Das ist das Ende. Auch die Ende der Bewegung der Tyranniden-Kreaturen. Nächste Flügelviecher kommen an. Die werden wahrscheinlich schießen. Landspeeder nimmt ein bisschen Schaden. Ich habe auch einen Landspeeder irgendwo als Modell rumliegen. Ich glaube, da habe ich noch als Black Templar gemalt. Das ist noch am einfachsten. Okay, wir gehen hier einmal rein. Aktivieren die Momentum-Verstärkung. Wo sind unsere maximalen Moment-Leute? Hier, Intercessors. Die hier. Die wollen wir gebufft haben. Und unsere Hellblasters. Okay, die sind alle in Reichweite. Also boom, her mit Graces of the Angel. So, Intercessors. Die dürfen schießen. Die müssen in der Lage sein, die Hormaganten absolut gnadenlos zu zerlegen. 1, 2, 3. Hier hin. Eigentlich ist ja am klugsten immer zuerst 92% Hitchance, die wollen wir noch weiter erhöhen auf 100. Das bleibt bei 92. Schade. Ja, einer hat gerade so überlebt. Aber was soll's, wir sind gleich bei 100% Moment, das ist gut. Eigentlich sollte ich zuerst mit dem Landspeeder rumgehen und ein bisschen Scouting betreiben. Aber okay, geht auch so. Furioso Dreadnought, du kriegst auch extra Moment. Und du darfst damit schießen. 100% Hitchance. Hört sich gut an. Boom. Sehr schön. So, wer hat noch nicht? Wir gehen nochmal. Hellblasters ein bisschen besser schießen zu lassen, wäre natürlich auch eine gute Sache, da gerade sowieso kein anderes Ziel in Reichweite ist. Oder irgendwas, was sich lohnt mit hoher Rüstung. Ist eh nicht in Reichweite, dann können wir auch die Hellblasters drauf schießen lassen. Okay, es ist, zeichnet sich bisher alles noch relativ... Langsame Mission. 1, 2, 3. Gegner sind jetzt nicht so mega heftig unterwegs. Moving into position. Lieutenant Carleon kann eigentlich auch nicht wirklich viel machen hier an der Stelle. Hm. Gibt es irgendjemanden zu heilen? Ja, wir können hier das Assault Squad ein bisschen heilen. Das können wir mal machen. Den letzten Hormaganten erschießen. They will not overwhelm. Ja, ganz sicher nicht so wenige wie das sind. Hätte mich echt gewundert.
Okay, den Landspeeder können wir reparieren. Ja, wir können sogar noch mit einem extra Punkt hier rüber gehen. Das machen wir auch. Dann kann Tech Marine Chan sich direkt dahinstellen für eine Reparatur. Und dann müssen wir leider so... Also ich meine, ist klar, hier kommt jetzt irgendwie die Hinterhaltssituation. So viel ist fast schon sicher. Okay, ja, ich darf nicht vergessen, dass ich noch diese komischen kleinen Viecher da hinten erledigen muss. Hier die Intercessors. Ich meine, Intercessors sind auch die beste Einheit, muss ich sagen. Die Flexiblen. Ist halt der tragische Trupp. 1, 2, 3. Das ist super gut. 81% Hitchance. Geben wir dir nochmal ein bisschen erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit. 100% nehme ich. Boom. We are the lords of the assault doctrine. Of course. Okay, Ituro, Brood Ituro, heil unser Assault Squad. Close combat support. Lieutenant Kalion, geh ein bisschen vor. Aggressoren, boah, geht halt auch irgendwo hin. Wir können dann in Overwatch gehen. Ganz schön langsam. Aber sind ja nicht umsonst irgendwie Terminator. So, da hinten ist jetzt noch der Thornback. Der hat auf unseren Landspeeder hier oben geschossen. Viel Schaden hat es nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz nervt es. Unsere Inceptors können noch schießen. Wen wollen wir schießen lassen? Die haben alle nicht so sonderlich viele. Im Moment Punkte angesammelt bisher. Ich denke, schießen wir hier mal auf die Hormaganten. Zeigen wir, was ihr könnt, Inceptors. Ich glaube, ihr wart bisher schon ganz okay. Wow, sie haben echt eine Menge Schüsse, die sie raushauen. Muss ich jetzt echt mal sagen. Was gibt's hier? Hier gibt's nochmal Hormaganten. So gut können wir wahrscheinlich nicht mit diesen Soul Squad schießen. Die sind eher die Nahkämpfer. Macht aber nichts. Brother Quinda kümmert sich um die Hormaganten. Ich meine, ist einfach super stark. Zwei Angriffe prompt mit einem Modell zu machen. Ich bin ein Fan. Davon will ich mehr haben. Okay, wir können denn hier rüberspringen, aber ich glaube, ganz alleine in den Kampf gegen den Fallback zu gehen mit einem einzigen Soul Squad ist ein bisschen riskant. Aber wir können rüberspringen. Bei Bedarf. Und hier, beziehungsweise... Oh nein, ich wollte nicht springen! Ich wünschte, ich könnte einen Zug zurücknehmen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte einen Zug zurücknehmen. Aber okay. Selber schuld. Thornback mit einer Rüstung von 7. Also richtig kommen wir da nicht durch. Oh. Das sind nur noch... Da sind noch ein paar Kreaturen. Naja. Können die Intercessors da drauf schießen? Enemies behind full cover for that now. Unsere normalen Space Marines werden wahrscheinlich keinen Schaden bei denen machen. Ja, okay, dann muss ich leider. Los sein, wir können hier rüber gehen und dann auf die Hormaganten schießen. Geht das? Fire Support! Hier haben wir eine Reichweite von 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir können von hier sogar, glaube ich, noch auf ihn schießen. 49% Hitchance. 59% Hitchance. Und wenn wir hier. Okay, nee, wir können ihn nicht weiter ärgern. Den Thornback. Ja, komm, wir schießen das komische Hormaganten. Die müssen. Nee, ich will nicht. Ich hätte die Intercessors sollen das machen. Die gehen hier in Overwatch-Modus. Wachen passen. Oh, Moment mal. Nee. Okay, nee. Wir müssen da drauf schießen, sonst greifen die nachher noch unsere Soul Space Marines von hinten an. Das will ich jedenfalls nicht.
Allerdings kann der Landspeeder ruhig den nächsten Nahkampfangriff auch fressen. Ich meine, so richtig viel Schaden hat das ja nicht gemacht. Wir könnten Supercharge machen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Schießen wir lieber einfach so. Leider sind sie noch nicht gebufft. Aber der Schaden, den die raushauen, ist trotzdem sehr angenehm. Können wir auch nochmal? Die Antwort lautet ja. 65% Hitchance. Gut. Oh, wir haben nochmal Intercessors, die schießen können. Ich glaube, dann machen wir ihn kaputt. 74% Hitchance. Reichweite, wir können noch ein bisschen näher gehen. Aber näher als das können wir, glaube ich, nicht sinnvollerweise. Und ich glaube, dann machen wir ihn kaputt. Ja, wunderbar. Ja, so schlimm war das Ding ja dann auch wieder nicht. Boom, kaputt. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Tech Marine standing by. Ein paar Truppen haben wir hier noch übrig. Ein Tech Marine. Wen gibt es noch zu heilen? Diesen Landspeeder hier. Gut, diese Blessings of the Omnissiah brauchen wir eigentlich gerade eh nicht. Alles hier vorne hat sich schon bewegt. Bewegen halt noch ein bisschen uns hier rum. Für die extra Bewegungsquote, damit die aufgebraucht werden. Salt Space Marines geht halt nach vorne. Die haben relativ wenige. Momentum-Punkte, deswegen lasse ich die einfach irgendwo anders hingehen. Brother Aturo wollte ich schon lieber voll haben. Und das war's. Weiter geht's. Ja, bewegt immer eure Space Marines. Oh nein, oh nein. Taking fire! Autsch. The blood waits. Gut, dass wir eine Apotheke haben zum Heilen. Ready for recon. Ha. Hoffen wir mal, dass Brother Quinn da sich alleine hier durchsetzen kann. They cannot stop me. Okay, ein paar Venthrope. 1, 2, 3, 4, die kommen nicht in den Nahkampf, das ist schon mal gut. For Sanguinius! Okay, Flanke steht. Ja, was machen wir mit diesem ekligen Typen? Alles klar, wir müssen dahin. So gut und so schnell es geht. Ich meine, wenn wir schon unsere Aggressoren haben mit besonders hoher Rüstung, dann nehmen wir natürlich die. Da ist er. Feind ist außerhalb der Reichweite, dann gehen wir lieber in Deckung. Assault Marines ready! Ich frage mich, ob der Gegner uns hier in dieser Ecke überhaupt sehen kann. Hier unten wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja keine Garantien für sowas. The Defensor Angelicum stands with you. Ja. Furioso Dreadnought, wir könnten uns einen extra Action Point geben. We are the Bloodblades of Skyfall. Aber so richtig brauchen wir den nicht. Wir können halt auf nichts schießen. Aber ich glaube, der hält erstmal alles aus. Mit wie viel Schaden macht das Ding? 67 bis 90. Unsere Intercessors halten das eigentlich aus.
Und unser furioso Dreadnought sowieso. Dann mal los. Wobei, der Assault Squad wird wahrscheinlich von sowas erledigt. Na gut. 1, 2, 3. Wir brauchen wahrscheinlich mit diesem Lance wieder 3 Züge, um mal außen rum zu gehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem die bessere Entscheidung. Weil da in diesem Engpass bleiben nachher nur alle hängen. Inceptors, die können natürlich rüberspringen. Intercessors können nichts machen gerade. Naja, nee, hilft nichts, wir laufen jetzt einfach vor und hoffen, dass wir am Leben bleiben. Das ist der Plan. Ready for recon. Got it. Und wir können auch hier rechts rum, aber das dauert mir zu lange. Das machen wir jetzt erstmal nicht. We can handle it. I am ready to help. Tech Marine standing by. Ach, ich hätte eigentlich unser Furioso Dreadnought eine erhöhte Rüstung geben sollen. Bei der Gelegenheit. Aber okay. Manspeeder Crew awaiting orders. Nolan Thornback. Hallihallo. Vielleicht sollten wir hier einmal eine Overwatch setzen. Auch wenn wir im Moment verlieren. Ich glaube in der Situation. Oh, wir können einfach so schießen. Das ist immer noch besser. Kann ich noch meine Genauigkeit erhöhen? Ich kann. Sehr gut, sehr gut. On my honor. Noch viel, viel besser. Dann kriegen wir dann das noch viel besser. Verlieren auch keine Over. Keine Momentum-Punkte. Sanguinius guides every strike. Gut. 68%. Wir können auch das hier aktivieren, aber die Wahrscheinlichkeit hier zu treffen ist mir zu gering. Wir schießen lieber so drauf. Auf den Thornback. Puh. Also richtig viel halten die echt nicht aus. Victory for the Bloodblades. Victory for Skyfall. Irgendwann zu heilen, bisher noch nicht, aber ich glaube, es ist eine gute Idee, hier nach vorne mitzugehen. What needs fixing? I go where I am needed. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dann eher auf der Seite. Intercessors, Reichweite von 8. Hellblasters awaiting target. Können wir da noch auf irgendwas schießen? Eins. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, da können wir nicht mehr hin. Aber die anderen können. Moving. ...41% Hitchance. Nee, über die 61. Dann ist er sogar, glaube ich, den kriegen wir tot. Ja. Wunderbar. Alles easy hier. Alles easy. Okay, weitere Hellblasters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir vielleicht doch treffen? Probieren wir es mal aus. Ob wir in Reichweite sein können. 29% Hitchance. Gut genug. Wow. Nicht unbedingt die schönsten Animationen, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben, aber ein paar Treffer. Irgendjemand muss unter Umständen mal nach hinten absichern.
Ich frage mich auch, ob das, was wir hier dabei haben, reicht zur Verteidigung. Irgendjemand sollte sich am besten mal umdrehen. Nur zur Sicherheit. Schaden kann es nicht. Ich glaube, das war's. Alles bewegt. Zeit für die Tyranniden weiterzugehen. Okay. Na komm, Park. Leider, die haben wir gesehen, die Venomthropes. Aber bisher keine Gefahr. Oh, meine Güte, das war vorher auch noch nicht da, oder? Diese roten Umrandung, wenn wir den Gegner nicht mehr sehen. Ist da ein Patch gekommen? Oder ist nur alles anders? Ab der Mission noch ist es noch nicht aufgefallen? Hm, vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, falls überhaupt noch jemand dabei ist. Bei diesen doch relativ langgezogen, die sind schon eine Stunde hier bei der Aufnahme, das ist immer noch nicht fertig. Unglaublich. Nein! Nein, nein, das tut weh, ein Inceptor ist tot. Glücklicherweise ist es egal. Also solange der ganze Trupp nicht stirbt, bleiben wir am Leben. Könnte also alles schlimmer sein. Bring me your broken and your outworn, and I will repair them anew. Okay. Furioso Dreadnought. Zeit für dich ein bisschen Action zu machen. Am liebsten hätte ich allerdings noch mal einen Landspeeder, der vorher die gegnerische Rüstung ganz reduziert, aber ich glaube, das kriegen wir hier gerade nicht. Naja. Wir können gegen das Ding in den Nahkampf gehen, aber sind wir im Nahkampf besser? Hm. Vermutlich nicht. Okay, Homaganten von der einen Flanke. Noch mehr Homaganten. Okay, aber es müsste eigentlich klappen. Exocrine, lassen wir explodieren. Boom. Jemanden heilen bringt uns momentan auch nichts. Wir könnten auf Endocrine schießen. Kommt unser Landspeeder noch weit genug? Er hat gleich 3, 4, 5, 6. Nee, kommt leider nicht mehr weit genug. Ist aber auch nicht schlimm. Gegnerische Rüstung bei 8. Das heißt, hier drauf schießen bringt uns 0 Schaden. Müssen wir es eigentlich machen. Auch unser Furioso Dreadnought. Gut, macht 42 Schaden. Im besten Fall. Oder wir gehen in den Nahkampf. Dann machen wir auch 80 Schaden. Macht irgendwie nicht viel mehr aus im Großen und Ganzen. Muss ich echt mal sagen. Macht nicht viel mehr aus. Schießen wir die B auf die Homaganten. Machen die kaputt. Wenn die schon da sind und nerven, machen wir sie lieber kaputt. Zwei Salven. Ups. Ich habe mir mehr erhofft in der Situation. Wahrscheinlich werden sie dann unseren Dreadnought angreifen. Armor Piercing 5, 30 Schaden. Aber Brother Queen hält das aus. Vor allem, wenn unser Landspeeder auch noch mitmacht. 65% Hitchance. Na, eigentlich gehe ich dann lieber hier außen rum. Um im nächsten Zug auf der anderen Seite zu sein. Oder schießen wir doch lieber direkt jetzt? Na, gehen wir lieber in Overwatch. Okay, wie sieht es hier aus? Wir wollen das Riesenmonster kaputt machen. Lieutenant Kalion kann auch noch irgendwie rüberspringen.
Macht eigentlich auch ganz guten Schaden. Aber wir lassen ihn mal drüber springen. Mehr Assault Space Marines erstmal nicht. Hier können wir schießen. Jetzt haben wir 74% Hit Chance. Was machen wir? Okay, die Hellblasters werden mittlerweile. Sind mittlerweile schon echt gut. Tja. Ein toter Primary Space Marine. Tragisch. Eigentlich kann Cordion, glaube ich, jetzt rüberspringen. Their death is our only option. Und den kaputt hauen. Kriegt er 88 hin als Schaden? Nee. We fight and we die for the Imperium. Schießen wir lieber so auf den noch. Dann können wir ihn, denke ich, sicher im Nahkampf angreifen. Oder auch nicht. Kriegen wir den kaputt? Jetzt müssen wir ihn auch eigentlich kaputt kriegen, oder? 77% Hit-Chance. Sehr gut, okay. Und Momentum ist voll. Endlich. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. I await their mistake. By your command. Destination confirmed. Oh, okay, noch ein paar mehr fiese Kackviecher. Ach so, die Frag Cannon hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Munition, sehe ich gerade. Und sie ist aus, hat keine Munition mehr. Ja. Solche Sachen achtet man besser vorher. Habe ich es leider nicht gemacht. Ups, unser Tech Marine hätte eigentlich auch noch ein bisschen heilen können. Habe ich es leider auch verpeilt. Na egal. Okay, Landspeeder. Unterstützt bitte auch hier in der Frontlinie. Hellblasters hinterher. Intercessors auch rein. Hinterher. Okay, okay, kommt. Intercessors, ihr seid für die Rückendeckung verantwortlich. Ihr springt rein, sind zwar nur noch zwei, aber sei es drum. Sind genug. Für meinen Geschmack. Okay. Roger that. Eigentlich will ich gar nicht die Homaganten mit den Granatwerfern schießen, sondern lieber im Hintergrund die Gargoyles, aber komm. Ein toter Tyrannide in diesem Zug ist einer, der uns im nächsten Zug nicht stört. Also passt das schon. Anti-Grav ready. Bring me your broken and your outworn, and I will repair them anew. Und das war's. Und wer hat noch Action Points? Auch unsere Landspeeder. Ja gut. Dann gehen halt in Overwatch. Mhm. Venom Throws und der Gürchen. Ins Niemandsland. Ich hoffe, niemand ist bisher von den Tyranniden eingefallen, den Skriptor zu Biomasse zu verarbeiten. Aber anscheinend nicht. Okay, die sind praktisch in instantan toter Position. Ist gut. Aber halten natürlich auch mehr aus. The enemy lurks in the shadows. Oh, Landspeeder kaputter. Wie nett.
Was mit diesem Overwatch? Scheint nicht zu funktionieren. Hey, warum schlägst du nicht zurück, Furioso Dreadnought? Na. Under fire! Oh, jetzt. Ich bin nicht übermäßig beeindruckt, aber hey, immerhin ein paar gekillt. Ah, ich kann die Geschwindigkeit auch erhöhen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Okay. Gut. Was steht an? Space Marines von der einen Seite, Space Marines von der anderen Seite. To the sky, brothers! Anti-grav ready. Got it. Close combat support! Okay, der Gegner ist zu weit weg. Aber unser Librarian Cyber kann immerhin schießen. Und wir lassen ihn zusammen schießen. Kriegen wir. Yay, alle tot. They will regret coming this close. Okay, eigentlich haben wir es jetzt geschafft, würde ich jetzt mal behaupten. The blood waits. Ist noch irgendjemand zu heilen? Achso, ja klar, auf jeden Fall. Unser Tech Marine. Die Gargoyles können wir im Nahkampf angreifen. Oder wir greifen einfach jetzt so an. Ich glaube, das ist okay. Sehr schön. Was machen unsere Aggressoren? Wir könnten Hail of Fire raushauen auf unsere Gegner. Nochmal links drei Rüstung. Ist hier nur so mäßig gut gegen die. Aber auf der anderen Seite, wo soll ich sonst hin? I await your orders. Oh, das ist noch Hormaganten. Bäh. My duty remains. Ja gut, dann schießen wir auf die kleinen Viecher. Es sind nicht mehr viele übrig. Ready to strike! Battleline Squad ready! Okay, Zeit Ärger zu machen. Ein Speeder-Chan, kommst du nah genug ran, um die gegnerische Rüstung zu reduzieren auf 2? Das wäre nämlich super gut. Ich muss in der Reichweite von 1, 2, 3 sein. Wenn ich hier stehe, reicht's. Sehr gut. Hellblaster ist ebenfalls hoch. Affirmative. Moving into position. Das sieht doch jetzt erstmal alles ganz gut aus. Also unsere Truppe stürmt. Wir sind die Söhne von Sanguinius. Haben wir ebenfalls noch dabei, die auch noch in Overwatch gehen können und profitieren können von weiteren Buffs. Always ready, always vigilant. Immer noch mehr Aggressoren. Gut. Dann haben wir alles in Reichweite. Das in Reichweite kommen kann, außer unser Tech Marine. Den können wir noch eins. Noch mal jemanden unterstützen. Zum Beispiel unseren Landspeeder. Der könnte ein bisschen mehr Ranged Armor gebrauchen. Aber wir kommen nicht mehr nah genug ran, weil ich meinen eigenen Weg versperrt habe. Naja. 2, 3. Ah! Vielleicht geht's doch noch. Okay, jetzt aktivieren wir erstmal hier dieses Angel-Ding. Leave no room for doubt, brothers! We are the walls! We are the guns! Und wie kriegen wir den am besten und schönsten kaputt? Optimale Reichweite ist 4. 1, 2, 3, 4.
Naja, gut genug. Sanguinius guides every strike. With haste. Okay, erste Salve auf Venom Throbs. 98% Hitchance. Das müsste sie eigentlich total vernichten. Ja, war ziemlich gut. Ziemlich gut, aber hat gerade so nicht gereicht. Inceptors, die lassen wir die des gegnerischen Gargoyles kaputt schießen, sind zwar nur noch zwei, aber ja, besser als nichts. Only angels have the right to fly. Und was sind Vögel? Vögel sind nicht so wichtig. Vögel nicht. Vögel haben nicht dieses Recht. Ist klar, ne? Klar. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Möglichkeit zu schießen, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Look past the haze, brothers. Danke. Understood. Okay, Lance wieder kriegt einen kleinen Buff. On our way. Und wir gehen in Overwatch mit allem, was wir noch übrig haben. Die Aggressoren könnten eigentlich sogar noch schießen. Und ich glaube, Overwatch ist gerade gar nicht schlecht. Obwohl, mit denen will ich es eigentlich nicht. Die Intercessors, die haben noch viel zu viel übrige Schussmöglichkeit. 1, 2, 3, zu viel Moment. Die ganzen kritischen Schaden darf ich, will ich mir nicht entgehen lassen. Your orders. Wie stellen wir das jetzt am geschicktesten an? Dieses Rätsel zu lösen, um am meisten Schaden zu machen an Gegner. Die Venomthrobes können wir kaputt machen. Also okay, ich weiß, die Hormaganten sind auch extrem eklig. Ich könnte sogar zweimal schießen für einen extra Action Point. Vielleicht ist das in diesem Moment gar keine schlechte Idee. Okay, was soll's. Schießen wir einmal hier drauf. Ja, ich glaube, die kriegen wir sogar noch kaputt, wenn wir anständig drauf schießen. Und die Hormaganten, die werden schon durch das Sperrfeuer nachher zerlegt, glaube ich. Na dann. 77% Hitchance. Müsste eigentlich passen. Sehr gut. Genau so wollte ich das sehen. Und wieder zurück. Ich kann so Furioso Dreadnought sich jetzt davor stellen und wenn jemand den Angriff auch bekommt, dann soll er das sein. Brother Arturo kann hier einen Schritt gehen. Dreadnought ist schon fertig. Haben wir noch irgendjemand? Achso, unsere Soul Squad braucht ehrlich gesagt sowieso nicht mehr. Jetzt in den Overwatch, weil ist ja keiner mehr da, der kommen kann. Und ja, das war's. In Turn. Oh mein Güte, zum Glück habe ich unserem Landspeeder extra Rüstung gegeben. Ja, okay, vor diesen Thornbacks habe ich nicht mehr so wirklich viel Angst. Okay, ich meine, die stehen die ganze Zeit in diesen Mortis Red Zones und nehmen deswegen auch mehr Fernkampfschaden, deswegen halten die hält der bestimmt auch nicht mehr so nicht so ganz viel aus. Noch jemand, der schießen will? Ja, einer noch. Jupp, das war's. Das haben wir genau richtig gemacht. Gute Arbeit, Hamster Marines. Und wir können auch schon unseren Skriptor sehen.
Vielleicht lebt er sogar noch, wer weiß. Der sieht doch noch gut aus. Skriptoren haben übrigens alle die Rüstung von der Ultramarines-Farben. Was soll das wieder? Bewegen sich in unsere Zone of Control und laufen dann da drin rum. Aber das scheint irgendwie so ein Tyranniden-Ding zu sein. Ist okay. Wir haben Kommandopunkte. Aber gerade brauchen wir es eh nicht. 1, 2, 3, 4. Dafür haben wir eine optimale Reichweite. Für unsere Hellblaster. Boom. Zeigt, was ihr könnt. Wow, eine Salve, alle tot. Ausgezeichnet. Es sind noch ein paar Tyranniden-Kreaturen im Hintergrund, aber ehrlich gesagt echt nichts mehr besonders Beängstigendes. Ist doch überhaupt irgendjemand beschädigt? Wurde verwundet. Landspeeder hat einen Hauchschaden genommen. Den können wir auch noch reparieren. Aber abgesehen davon geht es uns doch sehr, sehr gut. Yay, alle kaputt gemacht. Okay. Furioso Dreadnought. Unser Landspeeder kann nichts mehr machen. Der andere hinten hat sich auch schon bewegt. Dann würde ich sagen, Furioso Dreadnought, du darfst vielleicht schießen. Obwohl, wenn ich hier stehe, nehmen wir mehr Schaden, als es sein muss. Also würde ich es lieber nicht tun. Plasma Fire Support ready. We are the sons of Sanguinius. Forward! Schicken wir unseren Trupp von hier hinten nach vorne. Dann können sich alle auf einen kleinen Teil der Gegner fokussieren. So ist immer am besten. We are the sons of Sanguinius. Oh ja. Ach, die lebt immer noch. Bäh. We are the blood blades of Skyfall. Ich glaube, die Aggressoren können ihm dann den Rest geben. Obwohl, ja doch, na, gib ihm den Rest. What? I am the sword of Sanguinius. Ich bin nicht beeindruckt von dieser Aktion. Okay, Aggressoren, Komfort, Intercessors, ebenfalls. Affirmative. Always ready, always vigilant. Battleline Squad ready. Unser Furioso Dreadnought kann auch ein bisschen Ärger machen. Boah, so viel Toxic Presence. Sieht so aus, als stackt das sogar. Confirmed. Your orders. Naja, unser Furioso Dreadnought ist gleichzeitig unser Scout, so wie es aussieht. Gut genug. Für meine Bedürfnisse. Wir scouten mit dem Panzer. We are the lords of the assault doctrine. Ranged plasma on your request. They will regret coming this close. Check Marine, gibt's irgendwas zu heilen? Furioso Dreadnought ist ein bisschen beschädigt, aber ehrlich gesagt kaum. Kannst du fast vernachlässigen, was da passiert ist.
Zu Hause haben wir auch niemanden wirklich. Außer nochmal unseren Tech Marine, oder das? The blood of Sanguinius flows in my veins. Ein paar einsame Intercessors hier hinten. Gut, von hinten haben wir eh keine Gefahr gesehen in dieser Mission bisher. Echt ganz schön weite Overwatch-Zones. Sehr praktisch. Die Intercessors können auch noch schießen. Wir wollen natürlich unter keinen Umständen unseren Power... unseren Power-Modus verlieren. Das wäre echt dumm. Echt dumm, wenn man... Also es ist wirklich nur für eine richtig wichtige Notfallsituation. Sollte man sein Momentum aus dem roten Durst verbrauchen. Das ist keine gute Idee im Großen und Ganzen. I go where I am needed. Und das war's. Gut, Overwatch kostet ja anscheinend nur 10. 10 Momentum-Punkte ist ja eigentlich fast nichts, um ehrlich zu sein. Kann man schon mal machen. Okay, ich bin froh, dass ich im nächsten Zug den Skriptor abgreifen kann. Na, was gibt's da hinten? Ein paar Hormaganten, die nerven. Aber so richtig wichtig sind die nicht. Brother Quinner kümmert sich um die. Confirmed. We are the blood blades of Skyfall. Got it. Okay, dann können wir schon hin. Oder will ich diese Viecher hinten noch vernichten? Und ich will die Kack-Gargoyles noch kaputt machen, bevor wir da hingehen. Weil die schon ziemlich nerven. Ich könnte zwar rüberspringen zu den Gargoyles, aber seien wir ehrlich, das würde mich wahrscheinlich nicht sehr glücklich machen. Gehen wir lieber hier hin, decken die Zone ein bisschen ab, kontrollieren alles ein kleines bisschen besser. For Sanguinius! Opening fire! Und schießen einfach so auf die Gargoyles. Ich meine, wir kommen auch so fast überall ran. So schnell so. Oh nein, Overwatch! The sky belongs to us. Okay, gut genug. Warum ist eigentlich unser Landspeeder so unglaublich langsam? Wir hängen unsere Aggressoren noch überall so halb rum in den Hochschiff-Damage-Zones. Okay. Wie das Ding jetzt haben. Schnapp ihn dir. Wir sind zwar eigentlich noch viel zu weit weg, wenn jetzt ein Hinterhalt der Tür daneben kommt, haben wir ein Riesenproblem. Aber mir ist es egal. Her mit der Gensaat. The Codicius gene seed has been recovered. No sign of his relic near the body. A shame. I wish to see the weapon that Brother Corbulo argued so vigorously over. Das war's? Okay. With precision, brothers. Wundert mich jetzt. Die Waffe ist nicht da. Schade. My fury will be fast. Ich habe jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass da noch mehr kommt.
death to the Xenoswarm. Battleline squad ready. We stand strong! Der Hail of Fire, von dem habe ich gerade verstanden, der lohnt sich vor allem dann, wenn man praktisch noch seine gesamte Bewegung übrig hat. Dann wird er garantiert so richtig, richtig reinhauen. Ja, okay, und das war's schon. So ein bisschen antiklimatisch. Aber okay. Soll mir recht sein. Ich könnte sie noch mit Command Points mit dem Airstrike alle umbringen. Aber ich mach's mal per Hand. All Xenos life forms have been eliminated. And the Codicius is safe with Brother Aetorum. You know, I tried recreating Galleon Stig once. Spent 200 days in the forge putting together an exact replica. Couldn't get a sliver of effect. Hm. What did you do with it? Snapped it in half. Shattered my kneecap in the process. Not my finest moment, I'll admit. The synaptic network remains our primary focus. Galleon's relic won't be of much help if High Fleet Leviathan envelops us with its return. War nett. Der Tech Priest hat gesagt, er hat versucht, dieses Relikt zu reproduzieren, eine Replika davon zu machen. Hat es aber nicht geklappt. Dann hat er es über seine Knie gebrochen, um es kaputt zu machen, weil er so frustriert war. Und dann ist seine Kniescheibe rausgefallen. War lustig. Okay, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten 1,5 Stunden Video. Bye, bye.